Im Februar 1993 stürmten amerikanische Polizeieinheiten das Gelände einer religiösen Gemeinschaft in Waco, Texas und lösten dabei ein Blutbad aus. Und ich sage euch, jemand wird leiden. Die Polizeiaktion war der Beginn der längsten und verlustreichsten Belagerung in der neueren amerikanischen Geschichte, bei der schließlich 84 Menschen ihr Leben verloren, darunter 21 Kinder. Alle haben geschrien, Sachen flogen herum. Geheime Aufzeichnungen des FBI, Tonbandmitschnitte und bisher unveröffentlichtes Videomaterial liefern neue Einsichten in das, was damals in Waco wirklich geschah. Ihr wisst, wer ich bin. Ich bin Christus. Jemand fragte, was sollen wir tun? Er sagte, ich schlage vor, beten. Kilometer entfernt von der Stadt Waco in Texas, mitten zwischen Rinderfarmen, liegt der Ort, der einmal die Heimat der Glaubensgemeinschaft des Stammes David war. Wir waren hier, um zu lernen, die Bäume, den Himmel, die Natur zu genießen. All das war Teil des Lebens hier in Mount Carmel. Wir glaubten an ein besseres Leben. Wir studierten die Bibel und gingen in die Kirche. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Offenbarung 21, Vers 1. Wunderschön, oder? Das Oberhaupt der Davidianer ist der 33-jährige David Koresh. Seine radikalen Predigten ziehen Christen aus der ganzen Welt an. Vor allem ehemalige Mitglieder der Adventisten des siebenten Tags treten der Gemeinschaft auf dem Mount Carmel bei. 130 Menschen lebten hier zusammen. Einige von ihnen, wie Derek Lovelock, kamen aus England. Er erzählte von Dingen, die ich vorher nie gehört hatte. In den 7 Monaten, die ich dort verbrachte, lernte ich mehr über die Bibel als in 7 Jahren bei den Adventisten. Bevor wir die Herrlichkeit Gottes erleben, wird ein Kampf stattfinden. Offenbarung 17, 14. Sie werden Krieg führen gegen das Lamm. Aber wer sind diese Leute? Wer führt diesen Krieg? Er kannte die Bibel auswendig. Ich las oft in der Bibel und ich kenne sie sehr gut. Aber David Koresh kannte sie, als hätte er sie geschrieben. Und woher weiß ich das? Es steht in der Heiligen Schrift. Die Endzeit ist angebrochen. Aber fürchtet euch nicht, denn wir heißen sie willkommen. David Koresh führte die Branch Davidians, eine Abspaltung der Adventisten des siebenten Tags, 5 Jahre lang. Ganze Familien reisten zum Mount Carmel, um seiner Gemeinschaft beizutreten. Mit 10 Jahren kam Natalie Norbrega zusammen mit ihrer Mutter aus London nach Texas. I loved it. Mir gefiel es. Für mich war es wie ein Ferienlager. Es war keine Sekte. Es war ein normaler Ort mit normalen Leuten. Natürlich glaubten sie an Gott und waren religiös. Aber das hieß nicht, dass sie von Gott besessen gewesen wären, den ganzen Tag nur in der Bibel gelesen und nichts anderes getan hätten. Derek Lovelock hatte an Bibelstunden der Davidianer in Manchester teilgenommen, bevor er sich der Gemeinschaft in Waco anschloss. Es herrschte eine gute Atmosphäre. Ich kannte solche Menschen vorher nicht, abgesehen von meiner eigenen Familie. So liebevolle Menschen.
Allerdings gab es einen Unterschied zu anderen religiösen Gruppen. Auf dem Mount Carmel existierten neben Bibelstunden auch Waffen- und Schießstände. Ich sah das nicht als Bedrohung. Zuerst war ich etwas irritiert, ich kannte das nicht, denn in England tragen nur wenige Leute Waffen. Aber nach einer Weile gewöhnte ich mich daran. Jeder in Amerika hatte Waffen. Ich kam aus England, wo niemand eine Waffe hatte. Aber in Amerika hatten alle eine, das war normal. Nothing strange, it was just normal. Doch sogar in Texas, wo es schon 1993 mehr als 50 Millionen Waffen gab, erregte der Lärm der automatischen Gewehre schließlich die Aufmerksamkeit des Sheriffs Larry Lynch in der nahegelegenen Stadt Waco. In mein Büro kamen verschiedene Male Leute, die in der Nähe des Grundstücks lebten und über den Lärm von automatischen Waffen berichteten. Im Bundesstaat Texas darf jeder so viele Waffen besitzen, wie er sich leisten kann, aber keine vollautomatischen. Dafür braucht man eine Sondererlaubnis. Ich habe nie verstanden, warum eine Kirche Waffen besitzt. In meiner Kirche gibt es keine. Koresh wurde verdächtigt, halbautomatische Waffen illegal zu vollautomatischen umzubauen, die dann hunderte von Schüssen in der Minute abfeuern können. Im Juni 1992 wurde eine groß angelegte Ermittlung über David Koresh eingeleitet. 6 Monate später begann das ATF, das Amt für Alkohol, Tabak und Schusswaffen, seine geheime Überwachung aus einem Gebäude direkt gegenüber von Mount Carmel. Inzwischen war der verdeckte Ermittler Robert Rodriguez in die Gemeinschaft der Davidianer eingeschleust worden. Er hatte 6 Wochen an Bibelstunden teilgenommen und signalisierte Interesse, der Gemeinschaft beizutreten. Eines Tages forderte Koresh ihn auf, ein Gewehr mitzubringen. Als erstes sah ich, wie Koresh die AR-15 auseinandernahm. Er besah sich alles und baute sie wieder zusammen. Er kannte sich mit seinen Waffen aus. Hübsche Technik, Robert. Zeig uns, was du kannst. Während unserer Begegnungen hat Koresh mich permanent getestet. Ich war sicher, dass er einen Verdacht hatte, aber ich wusste, er mochte mich. Etwa 14 Meter entfernt stellte er ein paar Dosen auf und sagte: Schieß. Ich schoss und war der Beste der Gruppe. Got lucky, Robert. Glück gehabt, Robert. Mal sehen, ob du es nochmal schaffst. Ich sah ihm an, dass er sowas vor seinen Leuten gar nicht mochte. Ich sagte mir, diesmal schießt du besser vorbei. Wusste ich doch. Die Ermittlungen des ATF dauerten 7 Monate und erbrachten umfangreiche Erkenntnisse. Im Februar 1993 entschied die Behörde, eine Razzia durchzuführen und David Koresh zu verhaften. Im Gebäude existiert eine erhebliche Menge an Waffen. Koresh besitzt AK-47 Sturmgewehre, halbautomatisch mit 40 Schuss pro Minute, aber mit 750 Schuss, wenn es automatische sind. Er hat eine Menge AR-15 Gewehre, außerdem mindestens ein Maschinengewehr Kaliber 50 und Handgranaten. Die geheimen Ermittlungen ergaben, dass Koresh ein enormes Waffenarsenal angelegt hatte. Man vermutete 150 automatische Gewehre, außerdem 8000 Schuss Munition, genug, um eine kleine Armee auszurüsten. Koresh sollte mit militärischen Mitteln gestoppt werden.
Sieben Beamte des ATF klettern auf das Dach der sogenannten Kapelle. Vier von ihnen werden in den Raum auf der Nordseite eindringen. Das ist David Koreshs Schlafzimmer. Die anderen drei verschaffen sich Zutritt zum Raum an der Südseite des Dachs. Koreshs Waffenkammer. Zusätzlich zu den Einheiten am Boden, die von allen Seiten auf das Grundstück vorrücken, werden wir drei Hubschrauber einsetzen, die als Ablenkung über dem Gelände kreisen und die Einheiten am Boden unterstützen. Das Ablenkungsmanöver beginnt um 9.57 Uhr, genau 3 Minuten, bevor ihr um 10 eindringt. Die Operation des ATF sollte eine der größten seiner Geschichte werden. Dafür wurden mehr als 75 Spezialeinsatzkräfte aus allen Teilen der USA zusammengezogen. Als Angriffsdatum wurde Sonntag, der 28. Februar, festgelegt. Doch nur 24 Stunden vor Beginn der Aktion gab es einen Rückschlag für den Plan des ATF. Unter der Schlagzeile „Der sündige Messias" veröffentlichte die Lokalzeitung einen Artikel über David Koresh. Es gab eine Menge Rummel, Informationen über uns, Geschichten über die Waco-Sippe und Serien über ihren sündigen Messias. Ein Haufen Scheiße. Vergeblich hatte das ATF versucht, die Veröffentlichung des Artikels zu verhindern. Man fürchtete, Koresh würde dadurch vor dem geplanten Angriff gewarnt. Riecht gut. Wie geht's euch? Hört zu, niemand geht in nächster Zeit in die Stadt. Gibt's ein Problem? Kein Problem, Kathy. Solange ihr bleibt, wo ihr seid, bis ich etwas anderes sage. Das ATF hatte die Aktion wochenlang geplant. Wenige Stunden vor dem Angriff standen 75 Agents und drei Hubschrauber für die Großrazzia bereit. Einsatzleiter Bill Buford kontrollierte die Vorbereitungen. Wir hielten eine bewaffnete Konfrontation für wahrscheinlich, hofften aber, dass es sich eingrenzen ließe und nur die treffen würde, die Widerstand leisteten. Wir hatten gehört, dass David Koresh eine Gruppe von Männern um sich hatte, die er seine Starken nannte. Wir vermuteten, wenn sie an ihre Waffen kämen, würden sie versuchen, das Gelände und David Koresh zu verteidigen. Im letzten Moment entschied der Koordinator der Aktion, Chuck Sarabin, dass der verdeckte Ermittler Rodriguez nach Mount Carmel zurückkehren sollte. Er sagte zu mir: „Robert, wir müssen noch einmal sicher gehen, dass dort alles in Ordnung ist." Ich sagte: „Gut, Chuck, noch einmal." Ich war froh, dass ich ein letztes Mal an diesen Ort sollte. Ich fühlte mich dort sehr unwohl. Ich hatte immer das Gefühl, ich käme nie wieder raus. Nur 2 Stunden vor Beginn der Aktion war Robert Rodriguez in Mount Carmel eingetroffen und wurde aufgefordert, auf Koresh zu warten. Ich versuchte heimlich auf die Uhr zu sehen. Ich wusste nicht, wie lange ich schon wartete. Ich versuchte, möglichst cool und entspannt zu wirken. Haltung zu bewahren, keine Angst zu zeigen. Während Rodriguez wartete, machte sich noch jemand auf den Weg nach Mount Carmel. Ein Nachrichtenreporter, der einen Hinweis auf die bevorstehende Razzia bekommen hatte. Unterwegs fragte er einen Postboten nach dem Weg. Doch zufällig war dieser Postbote ein Schwager von David Koresh und der alarmierte ihn sofort. Was ist los, David? Hör auf mit den Spielen, Robert! Wir wissen, wer du bist, Freundchen! Ich weiß nicht, was du meinst. Hör auf mit den Spielen, wir wissen Bescheid. Das ATF und die Nationalgarde sind unterwegs, Robert. Die Zeit ist nah. Ich dachte wirklich, das war's. Ich war mir sicher, sie werden mich erschießen.